Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Snow probiert. Diesmal hat es mich nach Sibirien verschlagen und zwar in das Dorf Kurei. Laut Beschreibung ist die Landschaft der Realität nachempfunden. Das Gelände dort ist flach mit einem riesigen Waldgebiet. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. So. Ganz kurz noch zur Karte und zu den beiliegenden Mods. Es sind also sechs Mods insgesamt dabei. Einer davon ist Chopped Straw. Die Karte ist also, ja, Chopped Straw ready quasi. Die anderen Mods zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das zum einen ein Auto, das man schon für 2000 Euro bekommt. Dann ist dabei von Kotte der Tankauflieger für Milch. Und dann haben wir noch drei platzierbare Objekte. Und zwar einmal ein Lager für Kartoffeln und Zuckerrüben. Ein Lager für Hackschnitzel, also für Holzhackschnitzel. Und das Schild, mit dem er eben den automatischen Milchverkauf stoppt. So, dann werde ich euch jetzt mal die Karte zeigen. Nicht erschrecken, sie ist sehr groß und sehr grün. Man hat zu Anfang nur zwei Felder. Und zwar hier unten Feld 14. Und da oben Feld 4. Es sind alles Felder, die sind angelegt. Man sieht auch die Feldränder, aber es ist überall Gras drauf. Man muss die Felder also vorher alle pflügen. Feldmissionen funktionieren laut Beschreibung. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, können wir aber ja, im Laufe des Videos gerne machen. Man startet hier, ich denke mal, es ist das Wohnhaus. Hier sind auch die Hühner untergebracht. Ansonsten ist hier eigentlich großartig nichts. Das ist also alles Deko. Wir haben hier eine Kuh und ein Schwein. Ja, mit Deko wurde hier allgemein nicht gespart. Ich finde aber, die Map ist trotzdem überhaupt nicht überladen. Die Deko ist sehr, sehr stimmig, passt wirklich gut dazu. So, dann mache ich euch hier jetzt mal das Infofenster ein und zwar, ja, Tor öffnen, linke Maustaste halten und zum Schließen rechte Maustaste. Ja, wir wollen natürlich mal kurz losfahren, dann würde ich sagen, wir machen das Tor lieber auf. Dann schmeißen wir mal den Motor an und dann kann ich euch auch gleich zeigen, man kann hier sämtliche Türen inklusive Kofferraum aufmachen. Also auch ziemlich coole Sache. Das Auto liegt wie gesagt als Mod dabei oder als Mod bei. So. Alle Luken wieder dicht. Wir fahren mal los. So, ihr seht es also schon auf der Minikarte an den vielen, wo fahre ich eigentlich rum? An den vielen kleinen Pünktchen. Wir nähern uns quasi dem Haupthof mehr oder weniger. Mehr oder weniger deshalb, weil man startet, wie gesagt, hier hat es die Hühner. So, hier oberhalb sind die Schafe. Es ist aber da nichts anderes, nur die Schafe. Hier unten, das zeige ich euch jetzt gleich, hat es einiges an Maschinenhallen. Hier sind auch die Getreidesilos und hier ist auch die Lagermöglichkeit für die Zuckerrüben und für die Kartoffeln. Dann haben wir weiter unten die Kühe und die Schweine. Hier haben wir ein Silo. Und da oben haben wir ein Sägewerk. So, ich fahre jetzt mit euch mit dem Auto mal auf den, ja, in Anführungszeichen Haupthof. Ja, wie gesagt, an Deko wurde nicht gespart. Einiges hier an, ja, Autowracks und kaputten, vergessenen Maschinen. Und hier haben wir eben die Lagermöglichkeit fürs Getreide. Hier haben wir Silos. Hier ist sowas wie, ja, ich würde jetzt mal sagen, Maschinenhallen. Die Beleuchtung hier ist automatisch, hier gibt es also keine Lichtschalter. Man könnte es jetzt theoretisch auch nutzen für irgendwelches Schüttgut.
wenn man das machen möchte. Ansonsten hat man wirklich genug Sachen, ja, wo man das abkippen kann und automatisch wieder aufladen. Hier zum Beispiel ist eben diese, ja, platzierbare Lagerhalle eben für Zuckerrüben und für Kartoffeln. Ich nehme jetzt mal an, man wird hier wahrscheinlich beides abkippen können, weil ich sehe da drin auch zwei Haufen. Also hinten sind die Zuckerrüben, hier vorne sind die Kartoffeln. Oha, ganz schön schlammig hier die ganze Geschichte. Ich kann euch jetzt auch mal, wenn wir schon dabei sind, den Startfuhrpark mal zeigen. Der kann sich eigentlich aussehen lassen, gerade so für den Anfang. Und zwar haben wir hier einen Hürlimann, einen Lindner, das ist auch der mit dem Frontladeranbau, einen kleinen Deutz. Dann haben wir hier Frontlade und die Palettengabel für den Hürlimann. Einen kleinen Case-Drescher mit Schneidwerk, einen Keeper, Drehschemel natürlich, einen Gruber, einen Pflug, eine Sämaschine, eine Düngerstreuer, Gewichte, Mähwerk, ja, dann eben hier diese Halle. Dann haben wir hier ein Hackschnitzellager, das Schild, wo man aufstellt, damit die Milch nicht automatisch verkauft wird, und halt eben dieses Auto. Das ist schon alles vorhanden. Jetzt lassen wir das Auto mal kurz stehen. Dann switche ich mal hier in den Lindner rein. Der steht in so einer, ja, Grube dabei. Große Werkstatt, große Maschinenhalle. Hier haben wir nochmal sowas wie eine Werkstatt. Da steht auch der Deutz drin. Unterstellmöglichkeiten gibt es hier also wirklich mehr als genug. Man muss sich dann halt nur merken, wo man welche Maschine hingestellt hat, weil das Ganze hier ist doch recht weitläufig. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch? Wo steht der Rest rum? Ja, da hätte ich quasi den Hürlimann übersehen. Ah, der steht hier mit auf dem Hof, wo der Kipper ist. Ja, auch hier immer so ein bisschen Deko. Ich mag das ganz gerne, dann ist das alles nicht so, ja, nicht so nackig und nicht so kahl. Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Den haben wir auch gefunden. Ja, der ist eben hier in dieser Halle, wo ich gesagt habe, man könnte sie jetzt theoretisch benutzen für Schüttgüter. Aber ist natürlich auch super Maschinenhalle, gar keine Frage. So, fangen wir wieder beim Auto an. Und das war es auch schon. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich das Auto wieder auf irgendeine offizielle Straße kriege. Hier ist übrigens, das habe ich mir auch angeguckt, also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein Lager für Stroh und Heu. Weil hier ist ein Trigger verbaut und hier zum Aufladen ist ein Trigger verbaut. Also ich denke mal, das ist hier einfach, wie gesagt, für loses Stroh und loses Heu. Also ich werde jetzt auch nicht, ihr müsst keine Angst haben, ich werde nicht die komplette Karte jetzt mit euch abfahren. Dafür wäre es ein bisschen groß. Es gibt allerdings, muss ich euch auf der anderen Karte zeigen, sonst seht ihr meine Maus wieder nicht. Hier unten etwas, das möchte ich euch ganz gern mit dem Auto zeigen. Und deswegen fahre ich jetzt da auch schon mal in die Richtung. Uiuiui. Also es gibt durchaus natürlich auch ausgebaute Straßen. Ganze zwei Stück. Da macht er kleinen Satz. So, wie kommen wir denn jetzt am besten da runter? Ich würde sagen, wir fahren einfach über die Feldwege. Dann seht ihr nämlich auch ein bisschen was von der Landschaft. Irgendwo müsst ihr doch hier links abgehen. Ah ja, da. Ah, halt die Karte. Wenn ich mir die hier ganz zumache, dann bin ich komplett aufgeschmissen. Also ich meine, man ist hier natürlich, wenn ihr jetzt guckt, da wo ich gerade mit euch rumfahre, hier ist natürlich, ja, nichts. Hier ist man
mitten irgendwo im Nirgendwo, Natur pur. Also wer da immer ein bisschen Action braucht oder so, oder einen Haufen Fabriken oder was immer um sich rum, der wird hier wahrscheinlich ein bisschen vereinsamen und nicht sehr glücklich werden. So, dann haben wir hier den Schweinestall. Ist eben so, ja, der Standard-Schweinekoben. Mit den kleinen, ja, Iglus quasi. Da ist auch nochmal eine kleine Halle für Maschinen. Oder ich denke mal, hier kann man bestimmt auch... Könnte man dann jetzt schön die Big Bags vom Schweinefutter verstauen und stapeln. So, aber ich will ja mit euch unbedingt da runter. Jetzt hoffe ich bloß... Ich bin jetzt mal mutig und fahre einfach... Wir fahren jetzt einfach mal so quer durch den Wald. Sieht ja keiner, hier ist ja niemand. Oh, was ist das? Das sieht aus wie ein monströses Schlammloch. Da muss ich doch gleich mal durchfahren. Nein, das täuscht. Oh, nein, täuscht doch nicht. Heidewitzka. Gut, das war wirklich tief. Was ist das hier für ein Schild? Zwei Äxte. Ja, ich würde mal sagen, aus Forst quasi im Prinzip. Das ist ja wahrscheinlich dieses riesige Waldgebiet aus der Beschreibung. Wie gesagt, Natur pur. Hier hat man so viel Ruhe, da wünscht man sich wahrscheinlich irgendwann den Lärm von einer Großstadt oder so. Jetzt bin ich ja völlig vom Weg abgekommen. Ich wollte doch da unten mit euch hin. Was sind das hier für ein... Ah, ja, tatsächlich, da kann man... Hier seine Stämme einlagern. Okay. Ich meine, also wer gerne in den Forst geht, ist mit der Karte natürlich auch super bedient. So, wir haben es gleich. Meine Irrfahrt mit euch durch den Wald endet bald. Oh, das reimt sich auch noch. Das hat ja schon Pumuckl gesagt. Was sich reimt, ist gut. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu gleich sagt, wenn wir da sind. Also ihr seht, ich fahre jetzt extra nicht durch die Pampa, sondern es ist schon so quasi der offizielle Weg, wie man ihn auch fahren soll. Und ich als gesetzestreuer Bürger bleibe ja quasi immer auf den Wegen. Und dann habe ich ja so beim Fahren das hier entdeckt mit diesem Schild. Und ich würde mal behaupten, also ich... Ich kann das jetzt auch nicht vorlesen. Ich weiß nicht, was da steht. Ich verstehe es nicht. Man sieht Schilf und ja, so eine braune Pfütze. Also ist es entweder Moor oder Sumpf. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an und ich hoffe... Oh. Ich hoffe, wir kommen da durch. Und schon hängen wir fest. Wir hängen fest. Ja, okay. Gut. Ich habe mich jetzt tatsächlich festgefahren. Ist das denn die Möglichkeit? Oh, weia. Ich will jetzt hier nicht aussteigen. Oh. Oder Motor ist noch an. Den müssen wir ausmachen. Eieieiei. Also ihr seht schon hier, das ist sehr, sehr, sehr tief. Oh. Aber, ja, ihr seht es auf der Minimap. Und auch wenn ich es größer mache, der Weg führt hier durch. Gut, ich denke jetzt mal auch, dass man vielleicht mit etwas geländegängigeren Maschinen oder stärkeren Maschinen sich hier bestimmt irgendwie durchkämpfen kann. So, wir sind jetzt auch durch und reif für eine Dusche. So, und jetzt haben wir ja die Möglichkeit natürlich wieder über die Symbole da hinzuspringen.
Wir werden uns jetzt mal hier hinporten. Hier ist nämlich der Viehhändler. Seht schon hier die zwei Pferche. Dann kann man hier das Tiermenü aufmachen. Also es gibt natürlich die drei Standardtiere. Schweine, Schafe und Kühe. Und so wie man das hier aussieht, kann man wahrscheinlich auch hier seine Gülle und seinen Mist loswerden. Ach, diese Ruhe hier. Ist es nicht traumhaft? Ja, Verkehr ist auch verbaut. Passend russische Fahrzeuge natürlich, also keine Standardautos. Dann gucken wir mal hier. Stroh- und Heuverkauf. Ja, wunderbar. Ist sogar auf der Karte eingezeichnet, also da muss man nicht lang rumsuchen. So, dann wollte ich euch auf jeden Fall hier ganz oben noch das Sägewerk zeigen. Hier ist nämlich auch diese Mod verbaut, dieses Hackschnitzellager. Also hier seht ihr schon die Hackschnitzel zum Abkippen und hier wieder zum Entnehmen. Ja, das Sägewerk hier dürften wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ja, näher rangehen hilft ja nichts, wenn man das Infofenster aushat. So, und dann ist eben hier, man muss hier einmal Brennstoffe reinschmeißen, einmal Holz und bekommt raus eben diese Hackschnitzel und Bretterpaletten. Wer keine Bretterpaletten haben möchte und nur diese Hackschnitzel, der kann das hier tun. So, Rohstoffe, Holz. Als Produkt kriegt man raus eben diese Hackschnitzel. Und kann sie natürlich praktischerweise da drüben in das Lager gleich abkippen. Wenn man sich da vielleicht einen kleinen Vorrat für eine lange, harte, sibirische Winter anlegen möchte. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, die Schweinchen habe ich euch gezeigt. Die Kühe können wir auch kurz angucken. Kuhstall wäre dann hier. Ihr seht es da hinten schon mit Melkroboter. Ja, ja. Auch hier in Sibirien hat der Fortschritt Einzug gehalten. Ja, hier Kuhstall. Ich nehme mal an, hier wird man wahrscheinlich die Einstreu abkippen. Futter kann ich jetzt nicht sagen. Es ist zwar hier ein Futtertrog. Ja, doch, wahrscheinlich Futter im Stall, so wie das aussieht. Nee, Futter und Wasser haben wir auch hier. Schön ist auf jeden Fall in dem Stall, der ist gut zum Durchfahren. Das ist alles schön breit. Hier sind dann auch die Silos. Die sind ja hier auf der Minimap mit einem Symbol versehen. Da haben wir auch zwei Stück. Hier ist eins und weiter unten ist nochmal eins. Hier haben wir nochmal Stroh- und Heuverkauf. Ja, ist also auch nicht schlecht. Da hat man auch genügend Möglichkeiten, wenn man was über hat, das zu versilbern. Ich meine, Gras gibt es ja hier wirklich mehr als genug. So, da hätte man dann auch das zweite Silo eben, wie gesagt. Oh, da ist sogar ein Baum draufgefallen auf das Gebäude hier. Ja, ist halt alles recht, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verwaist. Ein kleines bisschen ausgestorben. Die kleinen Örtchen sind aber belebt. Ihr habt es vorher bestimmt auch gesehen. Es hat, also Fußgänger hat es schon. Es sind hier also keine Geisterdörfchen. So, dann gucken wir mal hier hin. Oha, wo hat mich denn jetzt hier rausgeschmissen? Ich nehme jetzt mal an, hier ist einfach der Getreideverkauf. Es sind auch nur in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, die Standardfrüchte verbaut. Es gibt also keine, ja, keine extra Sachen. Aber ich denke mal, ich kann euch die Karte jetzt nur nochmal aufmachen, wenn man sich hier so die Fahrwege anguckt. Ich glaube, man hat mit den, ja, mit den Standardfrüchten hier genug zu tun. So von der Landschaft her finde ich persönlich wirklich schön. Also mir gefällt die Map sehr, sehr gut. Wenn ihr sie euch auch mal angucken möchtet, ich mache euch natürlich wie immer den Link unten in die Videobeschreibung rein.
Was mich halt hier jetzt so ein ganz kleines bisschen abschreckt, sind eben diese weiten Fahrwege. Jetzt können wir uns auch gerade den Verkehr nochmal angucken hier. Also landschaftlich natürlich, wie gesagt, ein Traum, Natur pur. Also mit dem, ja, ein bisschen hügelig, mit so Senken im Wald. Also schön gemacht, mir gefällt sie gut. Nur halt eben diese Fahrwege. Die Map bietet sich natürlich an, definitiv für Oldtimer, für russische Mods, ja, für ganz kleine Maschinen. Aber da muss man halt eben, wie gesagt, bedenken, ja, wenn man so mit 30, 35 km/h da teilweise so lange Strecken tuckert, also da ist man schon eine Weile unterwegs. So, ich laufe jetzt hier auch gerade einfach ein bisschen rum, um euch da, ja, was eben von der Landschaft zu zeigen. Also schon alles sehr, sehr weitläufig hier. Und sehr, sehr grün. Oder angelt sogar jemand? Hallo. Mal schnell rüberschwimmen zu dem. Hier könnte man fast seinen Urlaub verbringen, oder? Guckt euch mal das an. Guten Tag. Und beißen Sie gut, ja? Hätte ja wenigstens Hallo sagen können. Dann halt nicht. Ja, kann ich euch natürlich jetzt nicht vorlesen. Tut mir leid. So, was haben wir hier oben noch Schönes? Ja, da gehen wir auch noch kurz hin. Oh, pink beleuchtet. Wie schön. Der Landmaschinenhändler. Ja, ist auch ein Fetzen zum Fahren, wenn ich so gucke. Landmaschinenhändler hier. Naja, gut, der Hof ist hier. Viehhändler da unten. Ja, doch, doch. Das läppert sich. Da kann man Kilometer drauf fahren. Oh, wieder pink beleuchtet. Wird mir irgendwie immer sympathischer hier. Ja, Fahrzeug konfigurieren oder verkaufen. Also quasi Werkstatt im Prinzip. Was haben wir hier noch Schönes? Ah ja, genau. Der Zug. Werden wir jetzt auch gleich mal testen, ob der funktioniert. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. So, Zug losschicken. Jawohl. Ja, Verkaufsstelle für Holz haben wir hier. Holz kannst du hier verkaufen. Für lange und gerade Holzstücke ohne Äste erhältst du mehr Geld als für kurze und gekrümmte Stücke. So. Okay, dann haben wir hier auch die Verkaufsstelle für die Hackschnitzel gefunden. Wunderbar. Gut, ich würde sagen, ich komme für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Karte habt, ich mache euch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.